Das wird ein schöner Wolkenkratzer. Meinst du das? Was? Meinst du das? Bei dem Ton? Ja. Ja, wenn ich das schon sehe, dass das übelst hoch ist, ja. Wenn ich noch Fackeln rankriege, dann könnte sozusagen ein, naja, Heim, so eine Art Leuchtturm sein, wenn du dich mal wieder irgendwo Ach so. vorfindest. Habe ich mir gerade so überlegt, noch zusätzlich. Wo meinst du jetzt mit dem Bergback, meinst du? Moment. Oh, Creeper! Mann, der hat mich gerade erschreckt. Danke, Creeper, für das Loch. Wo? Wo kam gerade die Explosion her? wenn du im Haus, also da, wo die Tiere bist, lang gehst, dann siehst du, wo die Explosion war. Aha. Leben die Tiere wenigstens noch? Ja. Gut. So, wo bist du, Sigo? Ich bin unten. Ah. Steh vorm Haus und steh unten. Ich? Ich bin unten vor der Haustür. Ah. Vor dem Haus. Au. Sigo? So, und jetzt? Boah. Was Jetzt denn? mal check. Hä? Jetzt ist es weg. Du meinst, dass Cobblestone fliegt, Kies fliegen tut oder was? Nee, generell, Anstatt da ist runter. irgendwie so bockmäßig. So eine Art. Und das ist auch das Loch da hinten. Das ist normal, passiert. Ja. Aber trotzdem habe ich mich verjagt. Hast du alle Tiere schon ein Haus zu Hause gegeben? Gerade noch nicht. Während Okay. ich hier mich irgendwie durchkämpfe. Hast du nur die Kartoffeln eingepflanzt? Ich habe nur die Kartoffeln gerade geerntet gehabt. Sind da nur Kartoffeln eingepflanzt? Das war meine Frage. Warum fragst du denn? Dass wir wenigstens noch Weizen holen können und Karotten haben wir nicht, oder? Keine Karotten, soweit ich gerade weiß. Ja, wir haben wirklich keine Karotten laut dem. Karotten brauchen wir. Ja. Dafür muss ich dann auch noch was bauen. Was ist das? Okay, ich habe eine ominöse Karotte gekriegt. Siehst du, es musste die nur einpflanzen, wegen mehr Ja. Schweine zu züchten oder Pferde Jo, oder jo. Maultiere oder was weiß ich. Ich hab's verstanden. Soll ich schon mal den Karotte einpflanzen? Oder willst du das machen? Ich werde das machen. Gut, und dann schmeiße ich die andere Karotte in die Truhe. Ja. Und
das Weizen auch. Hey, lass mich hoch. Zack. Jetzt, wir haben zwei Enderperlen. So, dann werde ich extra packen. Wir haben erstmal zwei Enderperlen. Oh, cool. Hm? Da war gerade irgendwie so ein Quietschgeräusch. Oder so ein Knautschgeräusch eher. Hast du denn eine andere Frage, hast du den Baum schon abgefällt? Ich habe die Bäume oben abgefällt. Ich meinte der unter Wasser. Nein, weil ich finde, das ist eine Rarität. Und wo soll er unter Wasser sein? Dafür erstmal ganz nach oben. Zum Glück habe ich da Leitern angebracht. Lol, in Minecraft gibt's einen Bug hier. Bug? Ja, ich habe gerade eine ganz kleine Stelle gefunden im Wasser, wo Luft ist. Ah, hier hattest du das hingetan. Ich stehe gerade auf der Stelle. Moment, ich werde mal hinaufklettern zum Wolkenkratzer. Das ist unter dem Weg. Unter dem Weg? Den du gebaut hast, den Weg. Okay, ich schau erst mal, wo ich safe runterkomme. Ich bin ja ganz oben. Hier unten, da wo der alte Fach ist. Bist du denn? Ich bin jetzt drinnen im Haus. Du bist also im Haus. Ja, ich bin jetzt gerade aus dem Haus raus. Jetzt gehe ich wieder rein. Okay. Ich bin in den unteren Tunnel gerade. Wo bist du denn? Ich habe gerade gesagt, in den unteren Tunnel. Da, wo ich die Tiere langgeführt hatte. Ja, und da ist... Mann, scheiß Tür, lass mich rein! Genau da meinte ich das mit dem Wasser. Und dahinter war noch eine kleine Stelle, wo Luft ist. Da fängt hier Wasser an und hier in der Ecke ist auch Luft, da wo ich stehe. Wahrscheinlich, weil ich einfach so alles abgetrennt hatte. Wahrscheinlich ist deshalb hier so ein Luftloch entstanden. Ja, und wo ist der Baum, der unter Wasser ist? Na, der Baum? Der ist nicht unter Wasser. Komm mal mit. Du hast gesagt, du hast einen Baum unter Wasser gefunden. So, ich muss mich mal kurz... Du hast doch vorhin gesagt, du hast einen Baum unter Wasser gefunden. Ich glaube, das hier ist der. Ach so, ja, das ist normal beim Sümpfen. Von oben einfach so, da sah es aus, als wenn der Stamm auch unter Wasser wäre. Das ist normal, weil es ein Sumpfbiom ist. Bei Sumpfbiomen ist es normal. Weil du kannst ja kein Setzling unter Wasser reinsetzen, das geht nicht. Deshalb bleibt er auch am Leben. Egal was kommt. Ja. Dann werde ich weiter mit der Spitzhacke agieren. Mach das. Den brauchen wir ja offiziell nicht mehr. Ich bin schon wieder absaufen. Unter Wasser dauert so lange. Was dauert so lange? Unter Wasser? Oh nein! Au! Au! Au!
Ertrinkst du gleich schon wieder? Ich bin nicht lebensmüde. Nein, bist du ja nicht, aber anscheinend lässt du dich trotzdem killen irgendwie. Die kann doch mal passieren. Ich sag gar nichts. Ich sag ja nichts. Du hast mich schon wieder tot gesehen, oder? Nein. Zumindestens. Nein. Stand diesmal nicht. Ich hab ja gesagt, so. Ja. So gemeint eher mehr. Ja. In deiner Sicht. Nein, hab ich nicht. Wieso bist du gestorben? Ja. Zum Glück. Okay, wir haben so Wasserlöcher. Oder Luftlöcher, besser gesagt. Mhm. Komm schon! Dieses Evoli mag Wasser. Glaube ich dir. Also gerade ist er schon echt beknackt. Das ist echt beknackt. Der Schwimmer ist gerade echt beknackt. Na, gehst du runter? Oh nee, nicht jetzt. Wer ist denn bitte? Das Eis? Nee, kommt aus Flensburg. Sagt mir nix. Kein Bock hier. So. Ruhe. Da kommen irgendwelche Random-Geräusche noch. Das war meine Nachricht. Weil ich hab weggedrückt und dann kriegt man immer eine SMS. Ah. Wo bist du? Ach, ich bin hier. Und ich bin hier immer noch bei den alten Tunnel. Was? Ich bin hier immer noch bei den Tunnel. Da, wo ich, ja, am besten einfach so tun und selber, da wo die Tiere hoch waren, den Weg, dann wirst du sie sehen. Mhm. Oder da, wo die Luftlöcher sind, auch genannt.
Schnarch. Was? Au. Was M? Sag ich die gleich. Ich habe jetzt mal genug Stacks wieder. Das sag ich dir gleich. Ich gönn mir mal kurz einen Schluck von trinken. Ich habe gerade Lava gehört. Das hast du auch richtig gehört. Okay. Wir kommen nicht ins End. Und warum? Ich habe hier gerade einen Portal gebaut, der Server weigert sich, den zu öffnen. Oh, also wird das Let's Play ewig gehen. Ja, also es gibt kein End. Anscheinend. Oh. Naja, wenn es kein End gibt. Huch, das wäre tödlich gewesen. Bist du jetzt wirklich immer noch da oben oder unten? Unten. Wo unten? Geh da, wo die Tiere waren, lang und du siehst es. Was hast du denn da? Den Tunnel hier abreißen? Weil der nur da war für die Tiere? Ach so. Los! Du! Teilweise schwimmungsfähig, Evoli! Warum? Warum ein Enderkristall? Macht ihn da kaputt? Ich krieg deinen Schaden. Warum? Die Dinger explodieren? Ich kann den auch nicht in den Kreativmodus abbauen. Das würde genauso das gleiche herauskommen. Oder ich kann es zumindest probieren. Und ich höre ein Ender. Jetzt hast du den selber kaputt gemacht. Ja, irgendwie muss sie denn doch kaputt gehen. Oder ob sie die Arm bleibt. Ja. Dann muss sie die Diamantenspitzhacke holen. Ja, wenigstens ist ein Teil hoch weg, so. Ein Teil. Hey, fast zwei Sticks. Zwei fehlen noch, dann haben wir zwei fehlen für einen weiteren Stick gebratene Kartoffeln. Juhu. Also Ofenkartoffeln. Weiß kann. Ich persönlich bin
teilweise blind wie eine Fledermaus bei Minecraft. Mhm. Das bei der höchsten Helligkeit sehe ich unter Wasser so gut wie nichts. Teilweise. Ich überlege die ganze Zeit, was ich jetzt mache. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Ach egal, geh einfach graben. Na also, ich wollte gerade sagen, wann gehst du weg, du Obsidian-Block? Ja. Das dauert halt auch eine Weile. Ihr habt den ja auch gerade abgebaut gehabt. Mit. Dann werde ich mal den Wolkenkratzer weiterbauen. Da ist gerade ein Block von alleine weggeploppt. Nein. Ja, ich wollte hier abbauen, auf immer stand ich auf einem Block. Oh. Da wollte ich. Habe ich irgendwas gemacht? Oh. Auf einmal ist ein. ist auf immer ein Block weg. Ich bin von dem Haus gefallen. Und da habe ich, obwohl ich den gar nicht mal abgebaut habe. Ah, oh, da draußen ist ein Zombie, der hat schon meine Leit. Nein, schon. Nee, wir haben schon wieder ein Schweinemann-Problem. Dein Schweinemack? Was ist denn los? Ach, hier war schon wieder. Ja. Zombie-Pigman. Ach so. Hast du selber gespawnt oder was? Nö. Ach so. Der ist einfach in unser Haus aufgetaucht. Okay. Ist das ein Zombie? Ah, die Welt hat sich wieder beruhigt mit dem Berg, wie es aussieht. Okay. Ja. Nein! Zum Glück verlierst du keine Sachen. Ich bin dumm! Zum Glück verlierst du keine Sachen. Oh Mann. Beim Sterben. Ja. Und da ist schon wieder eine Leiter falsch. Manu. Dieser Part ist mir Sterbepart. Das glaube ich. Ich will diese verklappte Leiter bauen. Minecraft. Also ich kann jetzt nur mal abbauen. Ich versuch die gerade mit einer Backe abzubauen, weil ich genagst hab. Kurz bevor die kaputt ist. Wärst du jetzt im Haus gespawnt wenigstens? Ja. Gut. Wahrscheinlich, weil ich auch an der Treppe war. Nee, weil ich schon im Bett lag. Eigentlich auch einmal. Du lagtest im Bett? Ich war im Bett. Ach ja. Du standest oder lagst im Bett? Naja, ich habe mich in dieser Session schon im Bett hingelegt gehabt. Ach so. Ja. Und ich will nicht schon wieder runterfallen. Deshalb mache ich, ja, schleichen.
sieht echt aus, als wenn das... Ja. Eindeutig, das ist der Baum. Ich habe nochmal kontrolliert, ob der richtige Baum ist, den ich dir gezeigt hatte. Ja. Und das war es echt, der richtige Baum. Ach so. Ja. Wir haben heute einfach nicht so viel zu erzählen, oder? Nö, nicht wirklich. Also damit ich hier am Haus baue und kein Nur, dass ich halt wieder angefangen habe, WoW zu spielen und StarCraft und so. Aber das haben wir ja schon besprochen. StarCraft habe ich nie gezockt. Ich kenne das nur vom Titel her. Ist auch von dem gleichen Firma Blizzard. Ah. Gibt schon auch schon zwei Teile von. Ah, Der erste Teil hat nur eine Erweiterung, der zweite Teil hat schon zwei Erweiterungen. Ah. Und das, wie ich das verstanden habe, soll es die letzte Erweiterung sein. Da soll das ganze Geschichte von StarCraft komplett beenden. Ah. Das soll das Ende sein. Zumindest haben sie das mal geschrieben, dass es das Ende sein soll. Laut dem Entwickler? Ja. Ich hoffe, die haben das endlich mal gebacken gekriegt mit dem DDoS-Angriff. Tja. Ja, die wurden ihre Server wurden mal angegriffen mit DDoS. Und da hat immer der Server immer gesponnen, da bin ich ab und zu nicht immer reingekommen. Ah, oh, verstehe. Ja. Ach komm, ich verbrauche das Schwert einfach, auch wenn es nichts nützt. Erde wird gegen Schwert. Goldschwert soll sterben. Du kannst ja ein Diamantenschwert machen. Ja. Aber ich habe schon wieder 5 gesammelt. Okay. Bitte keine Lava, bitte keine Lava. Natürlich. Ich höre Lava, aber sehe noch nicht. Doch, jetzt zu. Puh. Sieh wo in der Not. Ja, ich kann aber noch weiterlaufen. Okay. Sieh wo in der Fastnot. Ja, ich bin jetzt an die Lava vorbei, ich höre sie nicht mehr. Okay. Ich mache jetzt ein bisschen Weizen kaputt. Wir bräuchten bald echt eine Maschine. Oh Gott, und dafür dann Redstone. Oh mein Gott. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie ich es effizient machen soll. Ich habe nur so grob von Gronkh ungefähr ein Maß, wie es machen soll. Effizient zaubern, meinst du? Nein. Für Ernten. Eine Erntemaschine. Ach so. Ja. Ich hab mich doch... Oh. Hey, Ich wollte mich gerade despawnen, auf immer Zeit hat mir immer noch angezeigt, dass ich brenne. Oh, bei mir ist aber nicht gebrannt. Ich baue jetzt nur zu unser Ex-Tier-Handlung, sage ich jetzt einfach gerade mal. Ja, mach das. Jo.